Nee, 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 nee. Herzlich willkommen im Jurassic Park. Ist das richtig? Wir sind hier im Jurassic Park. Klar. Ja, klar, sagt er da. Oh, oh, alles, was geprobt wurde, ist für den Arsch. So. Wir haben noch nicht mal geprobt. Die Zombiesaurier. Herzlich willkommen bei Jurassic Park. Wir sind hier auf der Suche nach Dinosauriern. Ist das richtig? Ja. Ja. Und bei mir, ihr hört ihn schon, der Mav, der Halunke und der Pseudo. Hallo. Hallo. Hi. Und Dr. Grant. Und Dr. Grant? Ach, so hieß er ja, Dr. Grant. So. Nein, wir sind nicht im Jurassic Park, wir sind auf Lingua Island. Und hier gibt es keine Dinosaurier, hier gibt es Zombies. Und herzlich willkommen zur 5. Staffel meines DayZ-Tagebuchs. So, Mav, sag mal was, jetzt deine Zuschauer sind ja auch da. Ja, ich muss erst pippen. Sind wir mich wieder verarschen? Pip. 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 Hey Leute, hier ist Mav mit der Mavovision und bei mir sind Halunke und Alex. Pseudo kommt noch oder sowas, ne? Bin da. Pip. Ach, der Pseudo ist da, guck mal. Ja, und wir spielen Lingo Island und wie ihr seht, ich habe noch mehr Blut verloren. Ich bin ein bisschen gegen gelatscht, hab nichts gesehen und deswegen weiß ich gerade nicht. Ich weiß, dass ich im Miranda Inn bin. Das wird wohl das Hotel sein, aber ich weiß nicht genau, wo das ist, weil ich sehe jetzt hier auf der... Ich hab's übrigens jetzt mit Steam Map. Ich weiß jetzt nicht, wo das sein soll. Ich hab auch gerade Orientierungsprobleme. Ah, da. So, ich müsste hier sein und ich will ja zu den Baracken. Ja, also ich wollte gerade hier nach Ralon kommen. Das ist da ja bei Kalamar. Wo ist denn Ralon? Links von Kalamar. Ah, da, ja, okay, da kann ich auch hinkommen. Militärzelte. Wir wollten uns hier alle in Kalamar treffen. Also ich habe 1,7 Kilometer. Wir haben ein bisschen rumgesucht, bis wir einen Server gefunden haben, wo die Karte funktioniert, weil das war ein ganz großes Problem. Und wir haben jetzt einen Server gefunden, der eigentlich ganz ansprechend ist, oder? Bis auf ein paar FPS-Einbrüche. Ja, das scheint aber bei Lingo halt nicht unnormal zu sein, ne? Ja, es ist heute der erste Tag, an dem wir, also Mav ist ja schon ein bisschen länger mit Lingo unterwegs jetzt. Ja, genau. Aber ein paar. Wir sind jetzt hier, ja, haben unsere ersten Streifzüge schon gemacht. Ihr seht es bei mir, ich habe hier eine AK in der Hand. Jetzt funktioniert auch wenigstens das Anlegen, das ging eben die ganze Zeit nicht. Und das ist krass, ich komme kaum über 25 FPS. Also der Server hier ist echt, was das angeht, ein bisschen für den Arsch. Ja, und ich pfeffer mir gerade alles rein, was geht an Essen, weil, 4700 Blut jetzt. Echt wenig. Ja. Ich hoffe, dass ich hier noch durchhalte. Alter, hier rennen die Spieler oder ist das ein Zombie? Achso, Sachen, die uns heute schon aufgefallen sind. Also für meine Abonnenten, die Lingua oder noch keinen Kontakt zu Lingua haben. Die Zombies können dich hier irgendwie extrem weit sehen. Also dieses Gefühl habe ich jedenfalls. Ne? Die können dich tierisch weit sehen. Aber man wird sie relativ leicht los, weil es hier auf Lingua Island sehr viele Häuser gibt. Ja, und man braucht einfach nur durchrennen, ne? Und ja. Sie scheinen aber auch irgendwie langsamer zu sein. Also wenn man einfach losrennt und immer weiter rennt, wird man die auch so los. Oh, 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 ich scheuche gerade ganz viele auf. Das ist ja spaßig. Ah. Ja, und sie spawnen verdammt schnell wieder. Wenn man sie killt, dauert es nur kurz und sind sie wieder da. So, aber jetzt seht ihr schon, ich bin an denen vorbeigelaufen und jetzt sind nur noch zwei Zombies hinter mir. Ich versuche jetzt erstmal in Richtung Halunke zu kommen. Merkwürdig wird für die Abonnenten sein, die bei mir die Videos gucken und auch bei Mav. Oh, hier wurde gerade geschossen, dass ich schon von der 5. Staffel rede. Nämlich ihr werdet, also meine Abonnenten, werden das hier, na, ich weiß nicht, vielleicht erst in 2 Wochen oder so dauert sehen können. Dauert noch ein bisschen, ne? Ja, genau, weil Staffel 4 ist noch gar nicht richtig abgedreht, aber Staffel 4 ist auch nur der Standard-Dayset. Da also Chernobyl oder was das ist. Chernobyl, ne? Genau. So, ich bin jetzt auf dem Airfield und hier wurde geschossen. Alter, hier will jetzt echt wirklich jemand anrufen. Also deine Videos kann man ja auch nicht unbedingt vergleichen mit meinen Videos, weil du machst ja viel mehr Videos von DayZ als ich. Deswegen wird mein DayZ-Video wahrscheinlich auch, ich nehme an, früher rauskommen als deine Sache jetzt hier von Lingo Island. Ich antworte gerade nur ganz, ganz kurz, weil mich ruft gerade einer an und ich kriege das Telefon gerade nicht zu fassen. Ich glaube, die haben aufgehört. Ich könnte jetzt beim AB mithören, aber das mache ich nicht. Nee, hier ist auch nichts drin. So, Halunke, wo bist du denn? 800 Meter von dem Ort weg, wo wir uns treffen wollen. Gut, ich 1200, aber ich renne natürlich noch hier über die Airfields.
oder übers Airfield und in die Hangar. Und ich habe nur gemappt, deswegen weiß ich noch nicht genau. Ich rufe einfach Richtung Osten, das muss schon passen. Achso, bin ich ja auch schon im Osten, Dings, ja? Gut, weil ich laufe nämlich Richtung Norden. Ja, irgendwie werden wir uns schon alle finden. Standardmunition noch gefunden. Achso, und was ich mal sagen wollte... Ich bin hier irgendwo, wo es ganz viele Hochhäuser gibt. Ja, vielleicht bist du schon in Kalamar oder wie es heißt. Kamar. Eben, das ist ja alles Ding. Es kann ja gut sein, dass ich schon da bin. Falls ihr AKM findet, ne? Könnte ich gebrauchen. Und ich brauche normale AK-Munition. Hier ist ein Einkaufsladen, da kann ich schon mal gucken, wo ich bin. Wie meinst du, im Einkaufsladen steht dran, wo der beheimatet ist? Ja, es gibt ja nicht viele Einkaufsläden. Ey, dann bin ich schon da. Dann bin ich, glaube ich... Wo gibt's denn hier einen? Bilbao vielleicht. Bilbao... Man muss sich erstmal an diese oder ganzen neuen... Hier unten. An diese ganzen neuen, Nee, Orte, ich glaub, muss man sich echt gewöhnen. Ich glaube, ich bin schon da in Kalam. Ja, ich bin doch auch in Kalamar. Seht ihr im Westen von Kalamar den Einkaufsladen? Ich kann gerade nicht gucken. Quatsch, im Osten, Entschuldigung. Ich hab's mit Osten und Westen, hab ich's auch. Also ich hatte schon Kontakt zu zwei Survivern hier, aber die sind auch sehr schnell aus dem Staub hier durch diese ganzen Häusern. Ja, die verschwinden echt schnell, das stimmt. So, ich bin gerade beim Hotel am Airfield, da renne ich auch nur mal schnell durch, um die Zombies loszuwerden. Oh, das ist hier echt merkwürdig. Aber was ich sagen wollte ist, der Tatsu hat ja gesagt, vielleicht schreckt ja die schwere Installation ab. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es nicht besonders schwer, Lego Island zu installieren. Also ich fand es eigentlich auch nicht schwer. Ich habe es erst nach Tatsu, also in Tatsu hat die Anleitung ja auch noch von jemandem anders. Ja. Ne? Ist eine eigene Anleitung und ich habe es dann gemacht zuerst und hatte dann Probleme, weil ich nicht auf alle Server kam. Habe es dann geschafft, indem ich halt in DZ, in Arma halt die Erweiterung angeklickt habe, ne, kann man ja auch, da gibt's ja so einen Reiter für. Dann lief's dann, aber ich hatte halt keine Steam-Map und das hat mich dann ein bisschen geärgert, dann war ja der Bastel freundlich und hat das dann gemacht. Ja, kann die, das, ja? Die Steam-Map habe ich ja auch und die brauchst du hier auch unbedingt. Also gerade jetzt zu Anfang, in Tschernorus, ich bin jetzt auch bei den Hochhäusern, aber die sind blau unten. Warte mal, ich guck mal eben. Hier ist übrigens ein Rucksack im Einkaufsladen. Jetzt wirst du, wo hier der Einkaufswagen ist. Ich habe gerade nicht so viel Farbe im Spiel, weil ich halt zu wenig Blut hab. Den kann ich nicht genau sagen, ob die blau sind. Pass auf, ich renne jetzt erstmal noch zum... Oder warte, ist da der Einkaufsladen? Oh, ich sehe auch Hochhäuser. Ich renne jetzt erstmal zum Halunken und dann, weil da weiß ich ja, wo der ist, auf jeden Fall, hundertprozentig. Zumal ich ein paar Verfolger hinter mir habe, im tollen Anzug und so. So, und ich esse übrigens so viel Dosen auf, Leute, weil ich so wenig Blut habe. Ich fresse erstmal alles, was ich in die Hände kriege. Du leckst auch gerade wieder wie Sau. Ich behalte eine Dose. Ja, das bei mir hört man es ja nicht. Das ist ja ganz ja. Zum Vorteil. Leck mein Video kaputt. Genau. Ja, jetzt liegt, weil ich noch nicht daran, weil ich noch hochlade. Ich bin ja im Hochladen. Ja. Hallo, okay, ich habe noch 400 Meter. So, ich 150, ich sehe es schon. Was siehst du denn? Wo bist du denn? Scheint nichts los zu sein. Ja, ich sehe diese Militärbaracken. Aber du bist jetzt nicht zum Airfield gelaufen, ne? Von Kalamar. Nee, nee. Oh nein, ich habe Grafikbugs, wenn ich aufs Dings gucke. Wenn ich aufs Krankenhaus gucke. Das ist ja krass. Sind zwar nicht... Oh, ich auch. Sind zwar nicht so schlimm, aber sie sind da. Dann wisst ihr ja zumindest, wo ihr seid. Ja, ich habe gerade auf ein Krankenhaus geguckt. Ja, Halunke, was ist denn für dich jetzt schon mal so ganz krass anders an Lingo Island gegenüber dem normalen Shadow? Also die FPS, dass ich viel mehr mit Zombies beschäftigt bin, weil jetzt einfach so viele sind und so viele immer wieder spawnen. Ja. Das war irgendwie im Original besser. Weil es da so viele Weiten dazwischen gab, zwischen den einzelnen Dörfern. Hier ist ja wirklich Dorf an Dorf. Ja, und man konnte den Zombies besser aus dem Weg gehen. Hier geht das gerade gar nicht. Ich nehme einfach mal ein bisschen Ausdruck für euch. Ich weiß nicht, ob ihr eine Uhr habt und sowas. Ich habe Uhrstreichhölzer noch mitgenommen. Ich hatte eigentlich auch eine Uhr. Kann ich gerade nicht aufrufen.
So, wo sind denn hier die Baracken? Ich bin ja jetzt nur hier blöd hergelaufen. Hm. Hier ist ein Behindertenparkplatz. Das ist doch schon mal nett, dass es sowas hier gibt. Das ist das Wichtigste, wa? Ohne AKU. Also hier sind wirklich viele, viele Zombies unterwegs, das muss ich auch sagen. Und dann, was mir auch sofort aufgefallen ist, halt, es gibt sau viel zu looten, wirklich sau viel. Ja, wirklich, das ist Wahnsinn. Du, ne, hast extrem viel Munition, oft fehlen aber mal die Waffen. Hast du hier gerade eine rote Rauchgranate hingeschmissen? Ja, okay, dann komm ich gerade. Alleine im Einkaufsladen habe ich schon 5 oder 6 Sardinenbüchsen gehabt, oder Dosen. Die kann man gar nicht essen. So viel kann man gar nicht essen, da kriegst du eine Fischvergiftung. Ja, oder auch Nudeln oder was halt alles, ne? Ah, geil, ich hab ne Karte. Oh. Halunke, wo bist du? Ich bin jetzt bei der roten Feuerdingsbums hier, also beim roten Rauch. Ja, ich bin gerade in einer Butze drin. Hab grad die Waffe gewechselt. Oh. Ach, da hinten rennst du, ich seh dich. Siehst du mich hier oben auf dem Berg? Ich bin hinter dir. Hier oben. Nee. Hinter der Mauer. Du musst durch die Mauer durch. Oh, die Karte ist jetzt aber echt hier, am... Ja, 9 Frames habe ich gerade. Okay, wo wollen wir hin? Ja, ich wollte eigentlich noch durch die anderen Baracken durchgucken, aber guck dir das an. Ja, hier. Das ist mega pervers. Oh, da war gerade wieder ein Grafikfehler. Ich habe Blubbels getötet. Wie, du warst das, der Blubbels getötet hat? Oh, hier, ganz dicker Grafikfehler gerade. Ah, jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr. So. Okay, eklig. Wenn wir gleich die Zombies mal los sind, dann will ich mal deinen Charakter da sehen. Sollen wir mal abstimmen, wo die Koordinaten... Boah, damit wir man sind weiß, schon wieder neue. Sind. Das gibt's doch nicht. Wir sind gerade ein kleines Stückchen beschäftigt, Mav. Wir laufen mal gleich. Ne? Schießt du gerade? Schießt, ja. Ach, du schießt nicht? Nee. Wer schießt denn hier? Ich schieß nicht. Okay, wir werden schon beschossen. Das ist ja geil. Ja, passt doch. Schön für die Aufnahme. Ja, geil. Ich wurde getroffen. Ah, ich blute. Ich muss mich mal verbinden. Braucht jemand noch eine Karte? Nee, jetzt gerade, nimm einfach erstmal mit. Genau, jetzt gerade hier muss erstmal kurz Ruhe einkehren. Ja, im Stress. Wo bist du jetzt gerade? Ich bin in einer Baracke. Mit grünen Schlaf, also mit so einem grünen Schlafsaal. Hier kommt gerade ein Zombie auf mich zu. Er hat mich nicht gesehen. Oh Gott sei Dank. Oh Gott. Oh, der hat mich gesehen. Ich bin hinter einer Baracke. Oh. Scheiße, das haben die alle gehört. Ich muss jetzt laufen. Ich muss laufen. Lubbels hat mich zwar. Ich leg meinen Punkt jetzt mal zum Erfrieden einfach. Ich renn jetzt auch noch ganz hinten. Du kriegst hier gerade lang. Ich renn hinter dir gerade lang. Hallo. Ach so. Wollen wir weglaufen? Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wo der ist. Der wird wahrscheinlich auf dem Hügel sein, oder? Halt mal Ausschau nach da oben. Ich sehe da keinen, aber ich... Es wird geschossen. Du wurdest getroffen. Schon wieder, ich bin tot. Das fängt ja richtig gut an. Du dämlicher Penner, aber ich lebe noch. Ah, kannst du mich irgendwie... Ach nee, du hast noch nichts. Ich konnte gerade zu den Schüssen ausweichen. Ah, naja gut, dann kann ich mal meinen... Ja, jetzt muss ich aber wissen, wo ist das auf dem Airfield? Und nee, 17 Frames. Nicht auf dem Airfield, ich kann es... Oh. Ich bin gerade auf den Desktop gegangen, toller Typ. Warte mal, ich sag's dir mal sofort. Also meine lieben Freunde, wenn ihr für Lingo Island auch eine Karte braucht, dann benutzt doch vom GameKey-Blog, ja, GameKey-Blog.de, DayZ-Home, die Navigation. wo ist es denn? Ja. DayZ, hier, ich benutze ja mal die DB, genau. So, und hier könnt ihr unter Map findet auch Lingo Island. Und Lingo Island... Ich sag jetzt erstmal dem Mav, wo wir gerade waren. Mav, hast du die Karte auch? Ja. Also ich bin gerade ein bisschen... Warte mal, Halunke. Ich bin gerade ein bisschen beschäftigt mit Laufen. Ralon, das ist links von Kalamar. Da waren wir. Ralon, vor Kalamar? Ja, links von Kalamar. Westlich. So, ich muss mal wieder ins Spiel rein. Da hat mich ja irgendein Penner getötet. Ja gut, aber jetzt ist ja auch eigentlich eh wurscht, wenn ihr tot seid. Ne? Ihr müsst euch jetzt wahrscheinlich eh neu wieder... Ich jag die jetzt gerade. Wie? Waren das mehrere? Ich kam mir vor, als wären es zwei gewesen. Sicher bin ich mir nicht. Oh, das fängt ja echt gut an hier. Ja, und ich möchte mich auch noch entschuldigen für die wenigen Frames. Da kann man jetzt gerade nichts machen.
Nee, das ist echt abartig. Der Server ist auch gut besucht. Was ich heute sehr interessant fand, kann ich ja auch mal erzählen, der Nico Rosenberg, einer meiner Abonnenten, der hat mir gleich geschrieben, ob ich jetzt Lingo Island spiele oder ob es jemanden gibt, der mich nachmacht. Also der meinen Namen einfach nur kopiert hätte oder so. Da war ich gerade mal 2 Minuten in Lingo Island drinne, und nur um es mal zu testen. Also das finde ich geil, wie ihr auf Zack seid und sowas mitkriegt. Ich habe einen Toten gefunden. Ich raub den jetzt aus. Einen Toten, Nico Rosenberg? Das ist aber traurig. Nein. Ein toten Survivor. Ja, ja. Oh, okay. Diesmal nehme ich mal einen Mann, weil dann die Outfits mal hier ein bisschen interessanter sind als bei Tschernorusk. Boah, der hat viel zu futtern mit. Ich glaube, ich gehe ab. So, ich bin in Rent a JG1. Wo ist denn das? Oh, wie sehe ich denn aus? Ich sehe aus wie der letzte Halunke. Aber geil ist es hier. So, JG1, wo ist JG1? Ich finde die Map sieht ja schon geil aus, ne? Dieses Dschungelfieber-Dingen und so. Es waren 2. Bist du tot? Ja, ich hab auf einen geschossen, hab ihn glaube ich einmal getroffen, dann ist er so ein bisschen hinterm Hügel verschwunden. Und dann bin ich um den Hügel rumgelaufen, dann hat von unten ein anderer auf mich geschossen. Das sind Penner, wa? Wir müssen auch endlich mal zusammenkommen. Ja, aber ey, mit den 18 Frames ist das auch echt ätzend. Also bei mir ging's eben gerade, aber... So, wo ist denn JG1? Ich glaube, ich muss einfach erstmal ein bisschen rumrennen, damit ich irgendeine Stadt finde. Und da vorne ist eine. Ja, wir schwimmen mal eine Runde. Ich guck noch mal in seinen Rucksack rein, dann hol ich. In einem Mongo. Was? Du bist in Mongo? Ich höre Schüsse, warte mal kurz. Leise, bitte. Scheiße. Jetzt geht's hier ab. Schießt einer von euch? Ich schwimme. Kacke. Soll ich feige sein und abhauen? Quatsch, stell dich der Gefahr. Oder ja, frag deine Abonnenten, wofür sie sind, und dann könnt ihr abstimmen. Also ihr könnt jetzt in 30 Sekunden abstimmen, Abos nennen. Also schnell, Daumen hoch für Kampf, Daumen runter für Weglaufen. Dafür, genau. Ab jetzt. Ab jetzt. So, komm, weiter. Das war, ach so. Ne. Zweite Strophe. Okay. Nee, ist okay. 3 Sekunden. Okay. Sie haben abgestimmt, du sollst dich stellen. Ich kenne das Ergebnis schon. Also alle haben Daumen hoch gedrückt. Genau so. Leute, ey, so muss das sein. Ich hocke hier gerade zwischen 2. Ich habe für BIP abgestimmt. Für was? Für BIP? Das sind gemeine Leute da draußen, Jungs. Ich sag euch, oh, Mädels. Grafikfehler. Ja, das hast du davon. Grafikfehler, ich weine. Alex traurig. Der hat mich nicht gesehen, ich hau jetzt ab. Oh, du stellst dich gegen deine Abonnenten? Neff! Echt, Alex. Neff! Ach, vorher, bevor ich das mach, David! Jetzt, ist ja gut. David! Ich bin in Pista, den Ort gibt's nicht. So eine Pisser aber auch. Hier ist AKM, der hat DMR, der hat voll viel Munition. Ja, aber MP5, hier hilft ja die meiste Muni nichts, wenn du nicht zu ballern hast. Nee, wenn ich die Waffe nicht hab, ist scheiße. Ja, dann lauf ich mal los, wa? Aus Pista. Naja, gut. So, was haben wir denn hier? Eine Dose Coke. Sollen wir noch einen Treffpunkt aufmachen? Ja, wenn ich eine Karte habe. Ich weiß ja immer noch nicht, wo ich bin. Also ich bin heute zweimal zu einem Treffpunkt gelaufen und beide zweimal mal da gestorben. Hallo, ich bin gestorben, weil ich zu deinem Treffpunkt gelaufen bin. Das möchte ich jetzt ja mal ganz kurz festhalten. Ist doch ein guter Schnitt. Boah, aber du warst echt gut drauf. Ich sah ja noch, wo sind die denn wohl, ne? Bestimmt da oben auf dem Berg. Und du biegst links ab, rennst genau auf den Berg zu. Ja, ich wollte es mir irgendwie innerlich krallen. Oh, Zombie, ich lauf jetzt doch noch zum Tower. Mach ich noch. Da gibt's bestimmt vielleicht eine Waffe. Ich brauche ein Ortsschild, verdammt. Oh, ein Ort. Ja, ich baue dir einen. Ich baue dir einen Ort.
der deinen Namen trägt. Und jetzt alle... ich weiß, ich bin... Was, du weißt, wo du bist? Das ist schon mal schön. 64, 76. Wie, gibt's hier Koordinaten? Hör auf. Ja, auf der Map, ja. Auf der Map gibt's Karten? Ja. Ich hab auch noch eine Karte. Ah, scheiße, lalalala, ich hopp. Nein, es gibt auch auf der DZ-Map, DB. Da ist ein Spieler. Jetzt Karte. Muss ich mich jetzt stellen? Jetzt stell dich! Stellen. Okay, weil deine Abonnenten nicht abstimmen können, komm, wir stimmen ab. Ich bin dafür. Das? Oh, hier wurde geschossen! Treffen wir uns beim Checkpoint zur? Okay, jetzt mal eben kurz jetzt hier Piano, Mev muss sich konzentrieren. Scheiße! Beide tot! Mev, hast du gerade geschossen? Ich hab ihn auch gewischt. Ich hab ihn auch. Ich glaube, Mev ist irgendwo hier bei mir in der Nähe. Hier wurde nämlich gerade geschossen und dann hört es auf. Ey, jetzt müsst ihr euch angucken, das ist so geil. Oh, scheiße. Ich lebe noch! Warte mal. Ja! Oh. Ich kann mir Morphin geben. Oh, diese scheiß Grafikbugs. Aber da, wo die Grafikbugs sind, gibt's was Gutes. Das weiß ich. Ich muss dagegen ankämpfen. Warum kann ich denn jetzt nichts machen? Ich fliege hier rum. Kann meinen Rucksack und kann mir kein Morphin geben. Das ist ja albern. Wollt ihr zu Marcella kommen? Ah, oh, Marcella, ey. Die hat mich letztes Wochenende schon so gut bedient. 6220. Marcella. Ich suche gerade immer noch hier was Waffenmäßiges. Was ist das denn jetzt hier? Na, geht doch. Schau mal auf die Karte, wo du bist. Hä? Pseudo, ich weiß noch überhaupt nicht, wo ich bin, weil, Teamkarte. Das hilft mir ja auch noch nicht. Achso, du weißt noch gar nicht, wo du bist. Nö, weil es wurde etwas angezeigt, was es nicht gab. Ja, war bei mir auch so. Ach. Ich probier's mal aus, ungefähr, wo ich bin. Ach, ich bin doch hier im... Wo bin ich? Im Tower, habe ich doch gesagt, oder? Irgendwo hier war das. Oh, ich muss erstmal wieder die Hedget nachladen. Okay, 1000 Schuss wieder. Gott sei Dank. 10.000, 100.000. Eine Milliarde. Alex, könntest du mir Morphin geben? Ich habe gar nichts. Ja, ich habe ja Morphin im Rucksack. Ja, wenn ich ungefähr weiß, wo du bist. Also ich habe Schüsse gehört. Das Duell habe ich wahrgenommen. Oh Gott. Wo bist du denn, Matt? Und ich bin am Airfield war ich, aber ich weiß nicht genau, wo es ist. Weiß gar nicht, wo es ist. Bei Kamara, wie heißt das? Kalamaris. So, da renne ich, glaube ich, gerade hin. Norden, Osten, Süden. Boah, ja, das ist... Ich Mitte, unten. Kamaris, deine Schuhe, ne? Punkt, Kamaris, ja. Mitte, unten. Ach, da! Ach, herrje, wo bin ich denn da? Murphy, ich höre gerade fliegen. Warst du an so Hochhäusern? An der Merv ja nicht weit, nein. Nee, was war das denn? Oh, hier wird geschossen. Schüsse. Ja, hier wurde gerade geschossen. Dann raubt er mich aus. Ich sehe den. Ich bin nur mit der Axt bewaffnet, aber... Please help me. I need, Morphin. Okay? Ach. Egoist. Also ich bin am Airfield, ich habe Schüsse gehört. Was hat er gemacht? Schon wieder höre ich einen Schuss. Ja, der schießt die Zombies kaputt. Mev, ist das bei dir da hinten, ja? Ja, anscheinend, ich weiß nicht genau, wo ich bin. Anscheinend erschießt er mich nicht, sonst hat er mich schon längst, Das ist bestimmt Bubbles, der wollte mich, glaube ich, auch nicht erschießen. Please, can you help me? Oh, es geht doch immer schief. Das geht immer schief, Mev. Das geht immer schief bei dir. Ja, ich bin doch eh schon... Ich bin doch eh schon tot, weißt du? I am friendly, don't shoot. Ja. I am friendly, don't shoot. I am here to protect you. Ach komm, mit... So, wo hat er geschossen? Ich bin jetzt hier an so einer... Beschreib mal ein bisschen die Umgebung. Vom Airfield. Das war am Airfield hoch am Tower lang. Ja, da bin ich gerade, da ist der Tower, okay? Irgendwie die Schule oder wie das, was das ist, weißt du, was ich meine? Beim Airfield oder was? Irgendwo da im Airfield. Ich weiß gerade nicht genau, ach scheiße. Beim Airfield die Schule, ach du meinst hier dieses große Tower-Gebäude oder was? Nein, das Hotel meinst du? Ja, oder das Hotel. Ja, ja, da komme ich hin. Wie das ist für dich. Aber da rennt einer rum. Pass ja, auf. Ich habe eine Axt, hallo? Mir kann gar nichts passieren.
Zombies sind mir gerade so scheißegal, ne? Das ist so krass. Aber ich guck nochmal, ob ich hier eine Waffe finde, damit ich den Typen wenigstens eine reindrücken kann. Falls er mich analysieren will. Oh, was haben wir denn hier? Da war doch was Nettes, was. Kommt der jetzt? Noch 4 Schuss in meine Waffe. Ist auch nicht schlecht. Was? Was ist das denn? Damit globaler Kanal muss ich nehmen, damit das alle sehen, ne? Blue Force. Es wurde gerade schon wieder geschossen. Ja. Hier ist auch ein Zelt. Ich komme jetzt, Mav, ich rette dich. Sehen wir mal und gucken wir mal, ob das funktioniert. Mav, ich komme. What's up, Mav? Guck mal, der schreibt da. Schreib mal hin, dass ach nee, das ist, wo hast du das jetzt bin ich tot. Ja, geil. Ach so, ein Scheißen, Dreckkacke, ey. Warst du in dem Gebäude? Ich war im Gebäude, im zweiten Stock oder so. Da komme ich jetzt auch hin. Und ich werde den Typen mit der Axt zerkloppen. Ja, yeah. Oder sowas von. Hau richtig rein in den Kopf. Haben wir den hier? Hier gibt's noch eine zweite Axt. M16. Spalte seinen Schädel. Ja. Ich werde ihn kastrieren. Ja. Leck ich noch? Ich höre, dass geschossen wird. Was? Nee, ich frage, ob ich noch lecke. Hier ist auf jeden Fall eine Waffe, das ist ja schon noch ein Vorteil. Hört ihr mich überhaupt? Ja, ich höre dich. So. Ah, ich muss jetzt Escape drücken, ne? Okay, wo ist der Typ? Ich suche gerade, wo dein Leichnam liegt. Ja, dann ist das, also ich sag, für mich ist das ja die Schule, aber dann ist das Hotel, im zweiten Stock irgendwo. Da liegt noch eine Leiche. Den hab ich gekillt. Ha! So, jetzt hab ich erwischt. Jetzt hab ich mal... Das ist ja so geil, ich bin ja in dem Fenster, in dem, wo man immer reinkommt, wenn man spawnt, ne? Ja. Und dann sehe ich dieses blaue Fahrzeug vor mir. Das blaue Fahrzeug aus, aus der Tanke. Oh. Alter, wo schießt der Typ? Wenn er die Zombies hier erwischt, dann muss er ja in dem Raum hier sein. Na, dann wollen wir doch mal gucken. Ich bin da in dem Flur. Ich bin in keinem Raum. Ich hole mir meine Sachen wieder jetzt. Rambo. Zombie Nation. Zombie Nation. Warte auf Spieler. Was war das denn? Hier ist was hochgegangen. Der Penner hat, glaube ich, eine Dings geworfen. Eine Splittergranate oder sowas. Ja, der hat sich selbst getötet, der Vollidiot. Na! Volldepp, Alter. Richtig so. So wird's gedankt. Schweine. Oh, du blöder Idiot. Ist er selber schuld. Ist er, ne? Ist er. Aber ich hatte den anderen gut erwischt. Puls fühlen? Mist. Puls ist strong. Lebt jetzt, er noch? Nee, jetzt nicht mehr. Er ist gerade... Nein! Alter, der löst sich vor meinen Augen auf! Wie, der löst sich auf? Der hat sich gerade aufgelöst. Dabei hatte der voll gute Waffen und so. Und zurück bleibt nur Lavendelduft. Und der hat ihn wahrscheinlich versteckt. Ich hab ihn... Ach, weiß ich nicht. Er ist weg. Oh. Hier, der war das Slayer. Der hat dich gekillt. Ja, der kriegt dann auch... Jetzt. Ich bin ja böse geworden übrigens. Ja, du bist ja total böse, das wissen wir jetzt, ja. Ich bin jetzt böse geworden. Jetzt habe ich natürlich nicht drauf geachtet, wo ich bin. Ich muss mich mal schnell... Du bist verbinden. Der Bösewicht überhaupt. Ja, ah, du bist der Endgegner von James Bond. So böse bist du. Kacken. Warum löst sich denn die Leiche vor meinen Augen auf? Weil du sie versteckt hast. Ja, weiß ich nicht. Muss ich mir im Video nochmal angucken, ob ich das war. Die Möglichkeit besteht, also so ist es nicht. Das muss ich nochmal fragen, weil ich keine Antwort. Das ist ja ein geiler Zombie. Fuck. Leg ich. Nein. Danke. Wenn du ein Wort sagst, nein. Erzählst du aber deine Lebensgeschichte, haben wir ein Problem. Ja, ehrlich? Dann legst du, auf jeden Fall. Dann müssen wir dich leider bannen. Also, liebe Mensch da draußen, auf Arx seinem Kanal. Meine Lebensgeschichte in 5 Sätzen. Ich wurde geboren. Punkt. Ich hatte viele Geburtstage. Und seitdem bin ich gesehen. Warte. Inzwischen bin ich 28 Jahre alt. Und kein Stück weiser. Genau, dann sind es 5 oder 4. Was? Und ich bin kein Sätze. Und ich bin kein Stück weise geworden. Also wenn du noch nicht mal 5 Sätze mitzählen kannst, dann...
Und entschuldige ich nix gut. Entschuldige ich nix gut, genau. Ja. Alter, hier liegt eine, hast du eine AK mit Aufsatz? Ja, Cooper. Ja, geil, komm ich nicht ran, komischerweise. Was ist denn hier verbackte Kacke? Ne, Emma, du raubst mich jetzt nicht aus. Ich raube den Typen aus, der hier liegt. Ja, und dann, ja, aber nicht ich. Ja, mich. Hier ist einer, der hat auch noch eine Enfield mit Aufsatz, aber ich komme da einfach nicht dran. Oh Mann, das ist so scheiße verbackt hier. Echt. Ich hummel jetzt mein Zeugs, ich bin, Glaubst du? Ja, was denkst du denn? Ich komme hier nicht an die Leichen Fäusten ran. Also irgendwie hängen die in der Luft fest oder so, ich weiß nicht. Alter, wie langsam schwimme ich denn bitte? Schwinder. Wo schwimmst du denn hin, Pseudo? Dann zu dem Militär. Naja, Baracken. So, was ist das hier? In Marcella. Leute, ich muss jetzt irgendwo eine Map finden, deswegen renne ich einfach durch die Gebäude. Ich komme auch nicht an deinen Rucksack, ich komme an gar nichts. An Ausrüstung komme ich nicht. Ne. Da wünsche ich dir viel Spaß. Da oben hat es gerade durch die Decke geblutet. Leiche verstecken. Nein! Nee, geht ja nicht. Also mache ich nicht, keine Sorge. Aber irgendwas... Geht ja auch nicht. Ja doch, gehen würde es wahrscheinlich. Aber ich kann nicht an deine Sachen. Vielleicht komme ich heran. Ja, versuche es. Aber wie geil, dass sich dieser Typ hier selber gerade weggesprengt hat. Das feiere ich ja ein bisschen. Ich weiß nur leider nicht, wo ich bin. Revolver habe ich lieber als die Makarov. So. Hilfe. So Leute, weiter geht's. Oh, Mav, nicht heulen. Und nochmal schwimmen. Ich schwamm. Aber wenigstens habe ich da voll Blut, das ist ja auch schon mal was. Ey, voll Blut, ey. Wo seid ihr denn bitte? Hier wird gerade geschossen im Hintergrund, ist ja auch lustig. Hallo? An der Küste bin ich. Ha? Wo bist du denn? Ich habe keine Ahnung. Auch noch nicht. Nee, boah, ist meine Map. Ich schwimmte, schwamm. Ja, nimm doch die DZ-Map. Ich hatte so viele... Ja, dann weißt du doch trotzdem meine Position nicht. Pseudo, das ist doch das Problem. Man weiß doch dann, ne? Man hat doch null Orientierung auf dieser... Ja, doch, das klappt. Du kannst doch in dem Punkt setzen und dann dahin laufen. Und dann weißt du, wo du bist. Auf der DZ, also DZ.com hier. Was? DZ-DB-Map. Ja, da musst du immer eine Brücke suchen. Also ich hab's durch eine Brücke gefunden. Ja, ach so, ja, Entschuldigung. Tut mir leid, dass ich jetzt nicht... Ja, ich trinke jetzt was. Leicht, ich kann jetzt nicht. Ich werd verfolgt. Ihr seid dann nehmen wir mal die Baracken auseinander. Ich bin hier überfordert. Wie lange ist noch Alex? Ja, er hat mich schon gesehen, oder? Warte, sag ich dir sofort, mein lieber Mav. 27 Minuten und 7 Sekunden. Ach, guckt, Hälfte ist erstmal. Also komm, jetzt schaffen wir das. Leiter herabsteigen. Ja, ihr schafft das sicher noch, hierher zu kommen. Das ist nicht das Problem. Das große Problem, was ich jetzt gerade sehe, ist die Orientierung. Also, dass ich hier so schnell wieder beim Airfield bin, hätte ich ja auch nicht gedacht. Ich laufe jetzt einfach die Straße lang. Straße ist immer gut. Was zu trinken habe ich schon gefunden vorhin. Ich versuche nochmal euch auszurauben hier. Revolver in der Hand. So, sobald ich auf Ausrüstung gehe, kriege ich die Ausrüstung dahinter, die irgendwie... Ach, vielleicht muss ich die einfach mal wegpacken. Hier eine M9. So, alles weg, alles weg. Hier ist was. Ja, Würstchen. Stacheldraht backt hier noch. Hab ich jetzt ja, wann ist er denn fertig? Er braucht den Stacheldraht. Oh, scheiße, hier habe ich ihn nicht. Okay, wenn das der Math ist, du hast eine AK-47 Cobra, ne? Yep. Dann gehe ich bei dir nicht dran, dann lasse ich deine Leiche hier liegen, dann versuche ich... Das ist sehr nett. Typen hier. Aber ich glaube nicht, dass ich so lange, so schnell da... Ich glaube, ich bin gar nicht da so schnell. Dann nehme ich dich auseinander. Nein! Nein, sagt Los er da. Nicht. Warum kann ich bei dem nichts klauen? Vielleicht ist das ja auch so vorgesehen, dass man jetzt nur selber seine eigenen Klamotten... Nee, das ist ja Quatsch, ich kann ja bei dir jetzt rausnehmen. Ich könnte dich jetzt ausrauben, ich könnte jetzt scheiße sein. Bin ich scheiße? Nein, ich lasse dich hier liegen. Merv, ich bewache aber nicht deinen Leichnam. Ich werde jetzt mal Nö, das selber... ist auch, hier findet man ja so viel. Das ist jetzt nicht so wild. Ich werde mir jetzt gerade Waffen... Ja, dann kann ich doch auch deine Waffe nehmen, wenn es so viel zu finden gibt. Nein, ja. Jung!
Ich hab einen Mörderkill. Warum hab ich denn den Mörderkill? Der hat sich doch selber hochgejagt, der Idiot. Ich komm dir gleich darüber. Ich geb dir eine Burn. Was haben wir hier? M249. Das bringt jetzt auch nicht so viel. Ich bin an einer abgelegenen Tankstelle. Das muss doch irgendwie zu finden sein. Ja, yeah, ich hab Morphin. Oh, dieses ganze neue Finden gerade, das macht schon Spaß. Das muss ich ja mal sagen. Aber ich bin auch hier ganz zwiegespalten. Es ist so, als ob man jahrelang Windows XP benutzt hat und jetzt soll man nochmal Vista benutzen. Das ist ja verrückt. Ich stehe gerade auf dem Haus, das sieht aus wie von Star Wars. Siehst du, das ist auch verrückt. Ja, die haben, das sieht total creepy aus. Als wenn Jabba hier gleich durchkommt. Ach, ich bin irgendwo mehr im Norden gespawnt. Jetzt weiß ich, wo Pista ist. Vielleicht war ich war ja nicht im Norden. Ich bin ja wieder hier. Deswegen weiß ich jetzt trotzdem nicht, wo ich bin. Ja, das ist aber ist ja nicht so schlimm. Doch, doch ist schlimm. Ah, doch, da kommt Zombie. Ich weiß es. Oh, was soll denn der Scheiß? Was soll denn der Scheiß? 25, 31. Was mache ich denn hier? Ich bin auf einer Treppe und dann beißt mich ein Zombie. Da. Oh, ja, ist richtig. Ich habe einen Rucksack gefunden. Nee, da bin ich doch nicht. Ich habe keine Muni. Oder? Nochmal zurückgucken. Bei Band 2. Ah, jetzt habe ich so einen Scheiß... ich habe ja nur Pech hier gerade. Bums. Gut, dass ich ihn gefunden habe. So geht das. Ja, Leute, ihr seht selber hier an dem ersten Part, wir sind hier noch total unstrukturiert. Ja, ist alles ein bisschen durcheinander, ne? Aber das gibt sich doch. Ich tarn mich gerade als Lipfasssäule, dass mich keiner erkennt von denen. Was sind das hier für bekackte Baracken? Ich hab nicht mal eine Waffe hier gefunden. Eine Dose Bohnen habe ich. So. Ey, ich bewege mich einfach nicht und die Zombies sind entweder richtig... Ich logge mir jetzt mal aus und ein, um den Ort zu wissen. Das darf man aber nicht, du. Doch, das darf man. Nein. Wieso? Nein. Doch, das darf man. I need to watch. Ne, watch the gilly. Was? Er schreibt da unten, I need to watch the gilly. Ja, wer nicht? Was ist ein gilly? Der Scharfschützen und der Anzug. Ah. The Anzug. Also bei mir hört man jetzt gerade keinen Sound. Ich wurde von einem Zombie auf einer Treppe angefallen. Sofort gebrochen und bewusstlos. Der Hammer. Hey, ich bin auch bewusstlos. Genau das, was du gesagt hast, ist mir gerade passiert. Du verarschst mich, oder? Nein. Das ist Chili Chinese oder so. Jetzt frisst er mich gerade auf. Oh nein. Mein Gott. Ich kann bei der Ausrüstung hier nicht auf Waffen zugreifen. Das kann auch nicht sein. Oder liegt das hier so? Was haben sie? Ich habe hier gerade, ey, wenn ihr das sehen würdet, 14, 16 Frames. Ich habe 30. Ist total, tut mir leid, Jungs. Aber ich würde es ja auch zocken, ne? Lee Enfield, hat die wenigstens Munition? Yeah, die hat Muni. Gott und wirklich viel kann man da nicht machen, glaube ich. Man kann jetzt natürlich die Grafik noch runterstellen, oh, wie Olle. Oh Mann, frisst er mich jetzt total auf? Obwohl, ich könnte den Schatten noch runterstellen. Ich find's geil, wie wir heute alle so aneinander vorbeireden. Okay. Ist ja auch, ich meine, wenn man, ne, ist ja auch, wenn wir eine Gruppe wären, wär's einfacher mit dem Quatsch. Ich war auf dem Desktop, net Framework-Probleme. Was soll das? Dressen bin ich. Alter! Mit AKM-Munition, Uhr, Kompass, ich habe hier einen vollen Rucksack mit DMR-Munition und. Aber keine DMR, keine AKM. Wo bist du denn immer? Airfield? Ja, Airfield, hier liegt eine Leiche, die habe ich... Ja, genau, den habe ich auch ausgeraubt, Der hatte die AK-Cobra für mich. Ach, Mensch. Ja, und ich habe jetzt hier von ihm eine Enfield gekriegt. War wahrscheinlich deine, hä? Ja, genau. Mit sieben... Ist ja geil. Bedienen wir uns mal ein bisschen an den Pennern hier. So, was haben wir hier? Ja, Kampfmesser, MP, Rauch, bla bla bla, Jagdmesser, bla. Brauche ich alles nicht. Ich brauche eine vernünftige Knarre.
Was haben wir denn hier? G17 Magazin. Das ist doch auch was. Ich muss auch langsam mal was essen, glaube ich, damit mein Blut wieder hochkommt, weil... Oder wir müssen mal zum Krankenhaus. Wegen Blutinfusionen und so ein Kram. Also, was ich noch den Dings sagen wollte, den Abonnenten. Ihr seht selber, wir rennen noch ein bisschen planlos hier rum. Das liegt einfach... Ne, es ist so, als ob ihr aus München kommt und auf einmal sollt ihr in Wanne-Eickel Touristen führen. Ohne was von Wanne-Eickel vorher gewusst zu haben. So ungefähr ist das. Hallo. So ungefähr ist das. Hallo. Bin gestorben, Halunke. Dresden? Weiß einer von euch, wo Dresden ist? Sucht mal mit, bitte. Dresden? Dresden ist so bei Leipzig. Dresden? Nein, Dresden mit 2 S. Warte. Wir gucken mal. Wo ist Dresden? So. Da ist eine Feuerwehr ist da. Also bei den großen Dingern ist glaube ich nicht dabei. Das war doch ein Ortsschild, oder bin ich doof? Es gibt auch ein Gefängnis auf der Insel, das ist ja geil. Oh Leute, ich will zum Gefängnis. Und es gibt auch ein Labor und alles. Krass. Ist das hier vielleicht, soll das die Insel darstellen, wo der Zombie... Ah, ich weiß, wo Drassen ist. Drassen, nicht Dressen. Das ist ganz, ganz links. So, guck mal. Ich bin in... Aquerupo. Ach da, Drassen, ja. Entschuldigung. Dann hab ich mich mit dem... Ich bin da nur vorbeigehuscht. Und der Pseudo ist in Acapulco. Habe ich mich eigentlich beruhigt? Nein, ich zitter immer noch. Ich habe noch einen Schock wie blöde. Oh, da ist ja auch ein Einkaufsladen. Scheiße, da kommt einer. Weiter südlich. Cool, es wird schon wieder auf mich geschossen. Ich bin tot. Cool. Alter! Was soll okay, das geschossen? Denn? Dann habe ich das gehört. Also, wenn... Alex, oh, das ja. Wird mit leicht ich bin auf dem Airfield. Du bist auf dem Airfield? Ich wurde erschossen hinter den Baracken da. Ja, hab's gehört. 2 Schuss. Ja, scheiße. Ich lauf jetzt an die Küste, an die Westküste kaufen, lauf ich jetzt und lauf, guck mal, ob ich da im Einkaufsladen was finde. Im Supermarkt. Denn Detlef, sind hier irgendwo Waffen? Detlef, ja, ich hatte welche und du kannst da im Hotel jemanden ausrauben, der eine AK-47 oder 74 Cobra hat. Mach. Ja, jetzt heißt es mach. Ich hätte mich eben verteidigen können. Unten in den Zelten finde ich da auch eine Waffe? Das weiß ich nicht. Das ja, oder dann soll ich stur bleiben und sagen, nicht, das Pseudo darfst du nicht. Pseudo nimmt es sich einfach, dem ist das egal. Ja? Ja. Pseudo, ehrlich. Ich bin ganz ehrlich. Ich bin du bist ja schon fast ein Halunken. Nee, der Halunke, der hat seinen eigenen Ruf. Richtig. Ja, aber der Pseudo ist ein größerer Halunke als der Halunke. Ja, aber der Halunke klaut keine anderen Halunken, also die mit zum Halunken im Team gehören. Geil, die Humanity, die bleibt. Ich bin ein böser Mensch. Ja. Böser Mensch. Und ich suche Mensch. Slayer wurde getötet. Der Penner, der sich da hochgesprengt hat. Oh, was ist denn hier los? Mensch, warum ist denn hier ein Zaun drum, ey? Ey, wo bin ich denn hier überhaupt? Wenn ich hier gucke. Lade. Was geht denn in diesen Hochhäusern? Also in dem vorderen Haus, ne, da kriegst du so Asiaten. Im hinteren Haus, da kriegst du afrikanische Frauen. Und ganz, ganz hinten, da ist so ein bizarres Haus. Die bieten also wirklich so bizarre Sachen wie Leder und so. Also du merkst, ich habe keine Ahnung. Ich habe einen schwarzen Bildschirm mit 4 Buchstaben drauf. Popo. Oh. Ich habe ein Zelt gefunden. Soll ich das mitnehmen? Nein. Gut. Wir wollen hier nicht zelten. Ich hätte jetzt viel lieber irgendwo... Aber es macht schon Spaß, immer wieder alles neu zu sammeln. Findest du? Macht mir schon ziemlich Spaß. Also... Ja, also es scheint, dass sich Lingo so ein bisschen kurzweiliger spielt dadurch. Ja, dass man halt schnell Sachen findet und... Und es ist ja auch alles kleiner. Du bist ja ruckzuck wieder ausgerüstet. Das ist ja... ein bisschen, ein wenig. Alter. Hier ist eine Wasserflasche. Warte, Mev. Für die Wasserflasche. Danke. So, ich nehme wieder eine Frau, weil ich habe ja gemerkt, als Mann habe ich kein Glück. Obwohl, als Frau hatte ich auch kein Glück. Nee, ich glaube, das wäre jetzt auch nicht so. So, wo bin ich? Ich bin Was? Aeropuerto Suerto? Ja, genau, das ist das Flugfeld.
Ach was, ich bin direkt am Flugfeld. Na geiler geht's ja gar nicht. So, dann kommen wir runter zu den Militärzelten hier. Ich komme! Ja, also Alex, wenn du willst, rauf mich aus. Das mache ich. Das mache ich. Aber erstmal kommst du. Das ist so gemein. Das mache ich. Ah, hier ist das Flugfeld. Okay, zu welchen Militärzelten? Ich renne jetzt gerade übers Flugfeld. Nein, lauf links runter. Links an am Flugfeld vorbei. Nein, einfach links den Berg runter. Hä? In welche Richtung? In Richtung Stadt, wo die Hochhäuser sind, meinst du? Ja. Ja, ich komme ja von der anderen Seite gerade. So. Sind die Militärzelte da, wo mein Bug gerade wieder beginnt? Sind rechts von dir die Hochhäuser? Nee, rechts von mir sind jetzt gerade diese Kasernendinger. Ich meine, ich kann lauf doch mal nach links runter, bitte. Hallo, ich renne gerade erst übers Flugfeld. Kleinen Moment, ich bin hinter dem Flugfeld gespawnt. Ja, ich doch auch. Hallo, ah, da sind die. Ich sehe dich. Ja, ja, du hast eine Axt in der Hand, ne? Ja. Ja, hier, guck mal, hier oben bin ich. Hab dich gesehen. Okay. Wo bist du, Schwutte? Ach, hier gehört alles kaputt. Ja, ich laufe jetzt in die Bank. Darf ich mal meine Dings holen, meine Leiche, dass ich wenigstens was zur Verteidigung habe? Wenn du darauf stehst, wieder zu dem Knecht zu gehen? Die ist nur eigentlich von hier nur 100 Meter entfernt. Dann komme ich da auch hoch, dann los, zerhack komm ich. Komm her, wo bist du? Wo bist du? Wir müssen zusammen hacken. Nee, ich soll eigentlich nur das Kennenfutter spielen. Ja, komm her, Kennenfutter. Geil, ein Hunting Knife. Na komm mal her, ihr Wichser. Sowas finde ich gerade mal gar nicht. Ja, wo bleibst du denn? Mich fehlt auch noch eine Waffe. Ey. Ich brauche eine Waffe. Ich lauf mal weiter zu meiner Leiche jetzt hier. Ich brauche eine Waffe. Mach mal. Werf mal auf, hier rumzuheulen. Das stört die Zuschauer. Nein, ich will doch Mitleid. Ich will doch, ne, dass die aus Mitleid abonnieren. Ja, aber das machen sie doch. Deswegen hast du doch die Map of Vision. Heute geht das Gedisse wieder richtig gut. Oh, Alter, los. Ich habe gerade voll die Mevo Vision, ey. das ist ja nicht so schlimm. Aber der Alex ist manchmal echt ein bisschen böse, ne? Böse. Ich bin schon böse auf die Welt gekommen. Und was hast du da gemacht? Mevo Vision geschaut. Hier ist doch schön. Hier ist meine Leiche. Yeah. Leiche. Wie kann ich ein Zelt anreißen? Einfach drauf schießen? Nee, ich glaube nur mit einer Granate oder mit einem Fahrzeug rüberfahren. Ach, Alter, meine Leiche ist so im Busch, da kommt keiner. Wer baut denn mitten vor die Haustür ein Zelt? Wo bist du? Ich? Alex? Ja, hier oben an den Kasernen. Wo denn? Ich glaube, ja, da wo du gerade bist, Map, war ich vorhin auch. Geh mal auf die andere Seite vom Haus, da kommst du rein. Ist Bananenzelt? Ich komme nicht an meine Leiche, okay. Das ist ja geil. Ich versuch das mal. Wo bist du, Pseudo? Ah, da kommst du. Hier, ich stehe hier am Busch und hier ist meine Leiche im Busch. Da ist doch eine Leiche im Busch. Jo, ich bin drin. Es wird geschossen. Hörst du das? Hier sind wir. Wo bist du denn jetzt? Geh zu dem Busch und hol mir die Leiche. Bin ja. Auf einer Rennstrecke. Versuche es, da das oben. Geht nicht. Motodrom Rapido. Oh, jetzt habe ich noch ein Zelt gefunden, aber ist ja gar nichts. Voll verarsche. Habt ihr gemerkt, dass man sich hier nicht lehnen kann? Nach links und rechts? Ich schon. Warum kann ich denn das nicht? Weil du gemein bist. Ach, ist doch alles scheiße. Kannst du meine Leiche ausrauben? Mhm. Wie witzig, hier ist eine Rennstrecke. Wir brauchen Fahrzeuge. Ich kann nicht an meine Leiche. Ich gehe jetzt an Mavs Leiche. Ja, siehst du, du bist ein Ola. Mav, du hast gesagt, ich darf. Du bist trotzdem Ola. Mav, alle Abonnenten haben es gehört. Trotzdem. Ich gucke aber trotzdem noch vorher erst in die anderen Kasernen hier. Nein. Lauf gerade durch die Boxengasse. Grüßt du Schumi von mir? Ist er nicht. Oh. Doch, du erkennst ihn an dem großen Kinn. Also wir laufen jetzt mal hier, einmal kurz, wir laufen hier durchs Hotel und dann will ich zeig euch das mal eben, dann will ich in südlich ein bisschen hier bei Suela in den Einkaufsladen. Wo seid ihr eigentlich? Alex, was willst du noch so haben hiervon? Ich komme ja nicht ran an meine Leiche. Ich würde gerne meinen Kompass, meine Uhr, den ganzen Kram. Wenn du aber bei meiner Leiche bist, dann bist du ja bei... Beim Airfield. Beim Airfield, genau. Und das ist ein bisschen weiter weg. Deswegen können wir da jetzt nicht gerade anschließen. Aufstoßen, sagt man, ne? Anstoßen? Aufschließen. Aufschließen. Ja, das kann der Pseudo total gut. Aufschließen, anstoßen. Ach man.
So. Auch eine Waffe. Jeff, ich bin jetzt gleich bei deiner Leiche. Ich hoffe, sie ist noch da. Wehe nicht, Junge. Dann bin ich halt wieder schuld, ne? Wer schießt da? Ich nicht. Okay, ich bin an der Leiche, aber jetzt halte ich fest. Wo liegt denn die Leiche? Doch, jetzt kann ich. Ausrüstung. Im Hotel. Jetzt kommen sie alle, die ganzen Schänder kommen. Auf wen schießt der denn bitte? G17, Headshot, ich nehme alles mit, Merv, ich nehme alles mit. Naja, mach mal. Karte. Wo ist denn das Hotel? Kompass, Militärtaschenlampe. Im Rucksack sind doch ganz viele Karten und so und Messer und alles mögliche. Ja, so viel auch nicht, aber ein paar. Ich werde ausgeraubt. Ich glaube, hier kommt gerade einer. Ah, ein Zombie. Ich bin gerade im ersten Hangar. Da hat einer eine AK. Ja, ich habe gerade geschossen. Auf einen Zombie. Ich bin immer noch im Hotel. So, jetzt gucken wir mal, wo hier geschossen wurde. Ich habe es ja auch gehört. Such mir erstmal das Hotel. Ich weiß ja gar nicht, wo es ist. Ach so, spielen wir auf Nettigkeit oder auf Arschloch-Tour? Arschloch-Tour, oder? So wie immer. Riesengroßes Arschloch. Riesengroßes Arschloch. Ach hier, das ist, müsste Mev sein. Tarnanzug hier? Nee, Mev ist hier im Hotel. Ich habe ihn gerade auch. Doch, ich hatte einen Tarnanzug. Hä, ist Mev zweimal gestorben hier? Nö. Dann habe ich einen anderen ausgeraubt mit einer AK. Also hier liegt einer im Hangar rum, Alter. Der ist richtig vollgepackt. Ey, nee, der Typ im Hangar, der liegt da eine Enfield? Nee, jetzt liegt da eine Double Barrel. Ja, ich hatte doch dann die Enfield. Das ist geil. So, der was hatte denn der Mev im Rucksack? Da müssen wir ja auch mal gucken. Aha. Oh, hier Mountain Dew. Lecker. 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 Lecker, 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 lecker. Aber so lecker ist das gar nicht. Hab das ja letztens in Mountain Dew getrunken. Ja. Eigentlich sollte ich mal das Foto posten. Ne? Wir hatten die grüne Rauchgranate geworfen. Warst du Peter, das? Zeug? Peter. Peter war es, okay. Boah, das ist Hotel hier, wo ich bin, ist riesengroß. Und ich habe noch nicht mal alles gesehen. Ich habe, glaube ich, gerade einen Gegner gesehen. Ist gerade hier ein bisschen Hotel-Action, aber mein Gott. Such dich jetzt erstmal, ja? Ja, ich bin oben auf dem Hotel und ich ziele gerade da. Sagst du mir Bescheid, wenn er in den zweiten Hangar läuft? Nee, der ist oben auf dem Berg. Ich glaube, der schießt nur vom Berg auf Leute, die hier im Hangar sind. Ach so, ich bin doch hier im Hangar. Viel Spaß. Ja, hier, guck mal, ich laufe hier oben am Hotel rum. Siehst du mich? Ja, hier? Und wo? Guck mal zu ihm. Da hinten. Okay. Hier, da oben. Aber du kannst ja immer Richtung nicht so gut beschreiben, deswegen guck lieber da. Ja, ich guck dahin. Ich kann dir die Richtung sagen. Es sind 250, nee, bei 300 Grad. So, Pisser. Ganz schön warm hier, ne? Ja, 300 Grad. Waffe, ey. So, was geht denn im Hotel? Ja, hier sind noch ein paar Leichen, die du ausrauben kannst. Ey, geil. Wer schießt denn da? Ich nicht. Ich hör's aber auch. Ich glaube, der ist unten, ne? Wo unten? Gegenüber von uns irgendwo. Tower oder so. Boah, ist das, ey, ich krieg voll die Frustration hier. Alter, hier, wie viele Leute liegen denn hier rum, ey? Ja. Oh! Ich war's. Was ist denn das für ein... Wo hast du denn hingeschossen? Da unten kam ein Zombie rein. Ah. Läufst du da unten gerade rum, ja? Weiß nicht so genau. Ich höre doch, dass hier einer schießt, verdammt. Nee, das nehme ich nicht. Ich habe den Kompositbogen, soll ich den nehmen? Schießt das ist du scheiße, schon wieder? Ne? Wieso muss ich denn jedes Mal nachladen bei dem Gewehr? Bei der Enfield? Das weiß ich nicht. Wusstest du nicht? Vielleicht sind das leergeschossene Patronendinger, die du hast. Ja. Alter! War ich hier schon? Nee, hier ist was. Was ist denn dir? Der ist ja kacke. Alter. Nee, auch nicht. Ah, jetzt kann ich mich komischerweise auch wieder zu den Seiten lehnen, ist ja merkwürdig. Du schießt hier immer noch, ja? Boah, ich glaube, ich laufe die ganze Zeit im Kreis. Ich glaube, du hast gerade vier Leute hier angezogen, Pseudo. Aber der Spieler ist weg. Warum kann ich nicht zu dem hier gehen? Das ist schade. Heute kommt ordentlich was hoch. Ich mach das mal.
Also der zweite Teil ist ein bisschen lahm hier. Wie lange noch, Alex? Wie der zweite Teil. Ja, die zweite halbe Stunde. Noch ja, fünf, Alex, du blutest. Warum kann ich denn diese Waffe hier hinten nicht nehmen? Das weiß ich auch nicht. Ich hab's auch versucht. Schon wieder hier im Back. So. Hier, jetzt, von links jetzt, schießt wieder ja, ein. Ja, ja, ne? Es wurde von irgendwo geschossen. Ins Fenster rein, oder was? Da läuft er, da läuft er. Wo, 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 wo? Nee, da läuft ein Zombie hoch, glaube ich. Ist ja fast dasselbe. Ah, scheiße, kann ich nicht rausgucken. Oh, jetzt, oh, ja, toll, 3 Frames. Ja, komm. Gib's mir. Guck doch nochmal, du Stinker. Der war da oben irgendwo auf dem Berg. Also jedenfalls, da habe ich einen so komisch weglaufen sehen. Okay, gut. Hast du den da weggeschossen? Ja, ja, den Zombie, ne? Ich wollte nur mal gucken, wie ich so drauf bin hier. Ich wollte nur mal gucken, wie ich so drauf bin. Hier, guck mal, wo der hinrennt. Welcher, welcher, welcher? Ja, der Zombie da. Der da runterkommt. Ja, der ganz komisch läuft. Ja, guck mal, da läuft noch einer am Berg hoch. Warte, ich komm runter. Wo bist du denn? Bist du auf dem... Ganz oben, ja. Ach, du bist ganz oben? Ach. Ich dachte, du bist ganz unten. Ach, da bist du. Hi. Geh mal ein Stück weiter. Raus. Nee, ich gehe nicht raus. Oh, dann gehe ich auf der anderen Seite raus. So. Du Schisser. Ich glaube, der Typ ist weg von da oben. Weil ich sehe da auch nichts mehr. Ich hole nochmal Fernglas raus. Ich sehe da einen Zombie sitzen, aber wie es aussieht, ist der Typ da echt weg. Weil die Fliegen nerven ja ein bisschen hier. Ne? Der hat doch gerade eben schon geschossen. Da muss schon der Tanker eingezeichnet sein. Ja, komm, wir gehen mal runter, die Baracken da durchstöbern. Naja, Leute, ich mache jetzt mal hier Schluss. Ich stehe jetzt hier auf dem Hotel und ich will nach in den Süden hier, dahin, nach Suela noch. Ich habe es leider nicht in Zeit geschafft. Ich dachte, ich finde in dem Hotel hier eine Waffe, aber hier ist alles vollgepappt mit Munition und Lebensmittel und so ein Rotz. Im Tower, Alex? Ja. Und wir sind dann beim nächsten Part. Ich werde jetzt hier aufhören, ich werde auch nicht direkt weiter filmen. Irgendwann mache ich dann mal weiter, okay? Hau's rein! Ja. Hau rein! Bis denn, Hier ist ja nichts gespawnt, oder was? Tolle, sagt tschüss! Tschüss! Gut. Hier ist nichts gespawnt, Bip. Richtig? Bip. Bip! 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 Nee, hier ist nichts gespawnt, entschuldige bitte. Ich, hab Mev gerade so schön zugehört. Ja, Mev, du hast so viel Freundlichkeit in deiner Stimme, ne? Ja, hab ich? Ja, hast du. Also wenn du jetzt an einer Telefonseelsorge, wenn du da arbeiten würdest, ich würde mich nicht umbringen. Ohne Scheiß, der, das ist gut zu wissen, du. Du hast eine schöne Stimme. Danke sehr. Ich würde dich anrufen. Ja, das nächste Mal, wenn ich wieder suizidale Gedanken habe, dann rufe ich dich an. Könnt ihr gerne machen. Dann skypen wir auf der Math-Hotline. Die Math-O-Seelsorge. Math-O-Talking. So, ich guck mal, also bei mir sind es noch 2 Minuten, die nehmen wir jetzt noch mit, ne? Kurzer Fix nochmal. Hier. So, jetzt guck ich mal hier in den Bunker. Was haben wir denn hier? Nix gespawnt, das ist doch lächerlich. Tja, meine lieben Freunde, wenn ihr diesen Part hier seht, dann schreibt mal bitte in die Kommentare, was ihr euch denn so wünscht von Lingua Island, was wir denn hier mal... uns ganz genau angucken wollen und so. Also ich bin ja total scharf auf das Gefängnis. Das möchte ich mir unbedingt angucken. Das ist eins der Reiseziele, wo ich noch hin möchte. Wo bist du denn eigentlich, Pseudo? Ich mache hier gerade die Dinger klar, diese Baracken. So, und ich gehe jetzt nochmal in Frontalangriff auf den Typen da oben auf dem Berg. Ich suche ihn jetzt. Who left the bus running? Mann, Sprit ist teuer! Nimmst du nur weiter auf? Machst du noch eine zweite Stunde? Ich weiß noch nicht, ob ich eine zweite Stunde gleich im Anschluss mache. Alter, hier ist eine richtige geile Pumpgun, ey. Aber ich glaube nicht. 70er mit Taschenlampe. Ja, die hatte ich vorhin auch mal gesehen. Aber hab sie nicht mitgenommen. Aha, hier ist die AK, Cobra. Ach, du hast eine Cobra. Nö, jetzt. Für eine Enfield mit Mega-Munition drin. Ja, für die Enfield war echt viel Munition dabei, ne? Ja, ich habe ja noch nicht gesammelt unterwegs. Hier sind 3-4 Zelte am Airfield. Das ist doch eine Falle, oder? Ist das eine Falle? Ich
werde sehen, ob es eine Falle ist. Alter, 4 Zelte. Hier stehen auch 2, 3. Ah. Ja, da kann ja gar nichts drin sein. Alter, hier sind 4 Zelte auf einem Fleck. Ja, hier, wo ich bin auch. Sup, guys? What's up, guys? Leo. Hallo? Oh, die reden public. Ja, public. Oh, ich will mitreden. Nee, das ist gar nicht gern gesehen, du. Warum nicht eigentlich? Das ist daran so schlimm. Ja, weil du dann die ganze Zeit die Welt zulaberst. Die ganze Welt. Die ganze Welt. Gut. So, also, die Stunde ist rum, sehe ich gerade. Ich bin nicht zu dem Typen gegangen, weil ich mir gerade hier die Zelte angeguckt habe. Ach doch, ich laufe da jetzt noch hoch. Die 4 Minuten laufe ich jetzt noch mit dran. Wo bist du denn? Bin hier. Komm, Pseudo, wir machen Action. Hier ist es nicht so schlimm, wenn man mal sein... Hast du gerade geschossen? Mhm. Hier ist es nicht so schlimm, sein Equipment zu verlieren, weil man hat ja sofort gleich Neues. Das ist ja lächerlich. Der ist nicht so wild eigentlich, ne? Nee. So, laufen wir mal den Berg hoch, wa? Ja, ich bin schon oben. Siehst du das? Nee. Ich bin hier oben. Boah, Leute, ich habe 8 Frames. Ich kaputt. Jetzt geht's weiter. So, jetzt habe ich 12, immerhin. Pseudo, rennst du da hinten? Rechts im Berg hoch. Ja, ich sehe dich. Hab okay. So ein kariertes Hemd an. Ja, genau der Typ, der mit Krawatte und dem Aktenkoffer in der Hand, ja, habe ich gesehen. Wir machen jetzt noch eine extra langen Tagebucheintrag, weil ist ja ein neues Spiel. Das kann ich ja mal machen. Das ist ja kein Problem. Das sind ja nur meine Gigabyte. Oh, schieße Spieler. Bitte? Wir sind Spieler. Jetzt mal kurz hier. Are you friendly? Boom. Unterwegs 84 wurde getötet. Yes, okay. Ja, yes, ja, na klar. Wow. Okay. Ja, jetzt geht's abwärts. Where do you want to go? Wo bist du? Nee, hinter dir. Ich glaube, die ganze Zeit hinterher. Okay. Ah, fuck, jetzt ist natürlich scheiße. Wie kann ich nochmal Textnachricht schreiben? Unterstrich hier, Bindestrich. Ah, danke, ich hab's. Was muss ich machen? Wo bist du denn hingelaufen, Junge? Hier an die Seite, um mal hier zu gucken. Links? Ja. Oh, es wird auf mich geschossen! Warst du das? Nein, ich weiß doch gar nicht, wo du bist, Junge. Aha. Wolltest du mal irgendwo gucken? Hinter diesem Funkturm. Egal. Soll ich wieder zurücklaufen? Nee, erzähl noch, wie du ihn tötest. Oder ich will jetzt unten links sehen, wie dein Name da steht. Ja. Warte, bis er zu deiner Leiche kommt. Manche, das kann man verstehen. Manche wissen, was ich meine. Was hast du denn geschrieben? Oh, hier sind ja voll viele Zelte, Alter. Was hast du denn geschrieben? Da, I speak over TS, that's Crash. Also, weil er so übereinander dingsbumst. Aha. Wie kann ich das denn schreiben? Alex, wer hat dich getötet? Keine Ahnung. Ich hab keinen gesehen. Was wolltest du schreiben? Das überschneidet sich mit dem Teamspeak, wenn die reden und ich mit euch rede. I'm also talking with TeamSpeak. Das habe ich ja geschrieben. Okay. Aber er hat mich auch. Pseudo wurde getötet. So, meine lieben Freunde, damit endet der erste Tagebucheintrag der 5. Staffel. Ich weiß, er war jetzt nicht so mega spektakulär. Das war jetzt so, ich sag mal, ein Kennenlernen, ja? Ein erstes Date. Alles Weitere seht ihr dann bei den kommenden Dates. Ich hoffe, ihr seid dabei. Wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, worauf ihr Bock habt, was ihr gerne mal sehen möchtet von Lingo Island. Und wir sehen uns das nächste Mal. Also haut rein und bis dann. Ciao, ciao.